Ja, wir kommen zur Fußball-Landesliga vom Derby im Oststadion jetzt Richtung Breinig, zum SV Breinig besser gesagt, und zwar gegen den Spitzenreiter Teutonia Weiden. Zugeschaltet der Trainer Dirk Ruhrig. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Herr Ruhrig, letzte Woche war es nicht so rund und diese Woche gegen den Spitzenreiter. Sie wollten ja was gut machen vom Hinspiel. Was heißt gut machen? Wir haben Hinspiel 3:3 gespielt. Letzte Woche nicht rund, kann ich jetzt so auch nicht sagen. Wir haben ja dann halt auch Last Minute in Helpenstein, wo es halt immer schwer ist, dann halt auch noch einen Punkt mitgenommen. Und ja, und dann klar ist Weiden halt schon ein Brett, die im Schnitt, glaube ich, 5 Tore pro Spiel erzielen. Ist ja nach hier gekommen heute. Das sind natürlich so die einfachsten Spiele. Ne? Man sagt ja immer so die Floskel, da hat man nichts zu verlieren in solchen Spielen. Und trotzdem habe ich zur Mannschaft gesagt, in jedem Spiel hat man was zu verlieren. Es geht immer um 3 Punkte. Wir fangen bei 0-0 an und einen Punkt haben wir in der Tasche und der Gegner will uns den klauen. Also auch das ist natürlich so eine Sache, die man halt so, wo die Mannschaft versucht, ein bisschen mitzunehmen. Und ja, so sind wir in die Partie reingegangen. Gegner war jetzt auch ein bisschen dezimiert, ne? Ohne Philipp Simon, ohne Valerius, ohne Davoudou. Also sie haben halt auch im Moment ein paar Leute nicht dabei. Nichtsdestotrotz haben die in der Breite natürlich einen überragenden Kader stehen. Und ja, und das Ziel war einfach dann zu Hause zu performen und dann dem Gegner das Leben halt schwer zu machen und dann möglichst was mitzunehmen, dass das auch am Ende dann funktioniert hat. Ja, zur Halbzeit ein torloses Spiel. Sie haben ja auch, sag ich mal, im Kader so verletzungsbedingte Ausfälle, die so ein bisschen wehtun, ne? Ja, ich hatte jetzt, ja, ich habe Niklas Mohr, der halt unsere rechte Seite eigentlich beackert, ne? Der fällt wahrscheinlich die komplette Saison und den Rest der Saison aus noch. Und dann Tom Voss hat sich in Helpenstein Bänder in der Schulter verletzt. Da steht noch aus, ob er operiert werden muss. Da gehen wir aber auch eher von aus, dass er halt ja, bis zum Sommer ausfällt. Das sind halt klar schon 2 wichtige Spieler. Fabio Wienands zum Beispiel hatte noch eine Rotsperre abzusitzen heute noch ein Spiel. Ja, Etienne Fese, der fiel dann raus mit Fieber. Und ja, so hatten wir halt auch ein paar Ausfälle zu verkraften, wo halt auch ja gute Jungs bei uns nicht dabei waren. Ja, gehen wir mal ins Spiel. Halbzeit 0-0. Wie haben Sie die Mannschaft denn eingestellt zur zweiten Halbzeit? Sie wollten ja unbedingt mindestens einen Punkt oder sogar 3 Punkte zu Hause halten. Ja, also ganz kurz die erste Halbzeit noch anzureißen. Also es war halt so gewesen, wir brauchten so eine Viertelstunde ein bisschen, um in die Partie reinzukommen. Der Gegner halt enorme Geschwindigkeitsspieler in ihren Reihen und das Ziel war einfach, denen nicht so viel Raum zu geben. Wir haben uns ein bisschen kompakter und tiefer gestellt. Normal sind wir schon eine Mannschaft, die versucht, offensiver zu attackieren und haben uns ein bisschen tiefer gestellt. Das hat auch nach einer Viertelstunde Abtasten dann halt gut funktioniert. Dann in der zweiten Halbzeit. Ich habe dann in der Pause halt zur Mannschaft gesagt, pass auf, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, wir müssen hier dranbleiben. Wenn wir es schaffen, dass wir keinen kassieren, bin ich immer davon überzeugt, dass wir halt schon in der Lage sind, auch noch ein Tor zu erzielen, weil auch in der ersten Halbzeit gab es schon so ein paar Nadelstiche. Und ja, dann ist halt die zweite Halbzeit nicht so gut gelaufen. Also eigentlich von der Spielanlage und allem echt super. Aber wir haben halt ja, 2 unglückliche Freistöße gegen uns gepfiffen bekommen, die halt aus zentraler Position, so aus 18, 20 Metern waren. Und der Spieler von denen haut die natürlich beide unhaltbar von unserem Torwart unter die Latte. Ne? Also es waren schon 2 sehr gut geschossene Freistöße. So lag man dann halt 0-2 hinten. Und dann hat man sich natürlich schon wieder gefragt, kann alles irgendwie nicht wahr sein? Man hat spielerisch, war man auf Augenhöhe, man hat halt eine sehr gute Spielanlage wieder gezeigt, einen sehr ansehnlichen Fußball. Ja, und dann habe ich halt gewechselt. Ne? Und die Wechsel haben heute dann halt auch ein Stück weit direkt gegriffen, sodass wir dann halt ein frühes Anschlusstor noch erzielt haben. Nach einer Reingabe von Luca Bini hat ein Spieler von beiden den Ball halt abgefälscht ins eigene Tor. Ja, und dann bekamst du irgendwo nochmal die zweite Luft und dann halt ja, diese Wechsel, wie ich gesagt habe, Alyosha Fese zum Beispiel oder der Rai Higuchi, das ist ein kleiner Japaner, der eigentlich ein A-Jugendspieler ist, die haben dann schon nochmal Impulse gesetzt. Ne? Und du hast dann halt leider wieder mal 200-prozentige liegen gelassen. Ja, und musstest dann bis in der 95. dann halt ja, alles investieren. Dann war es halt auch eine Entstehung aus dem Steckball von dem Rai Higuchi auf Alyosha Fese, steht allein vom Torwart. Der kann diesen Ball halten. Und ja, dann geht aber Manu Kanu nach, bringt den Ball von der Torauslinie dann nochmal per Flanke rein. Und Tobi Achterberg, der halt nahezu ja heute für Forst vorne im Sturm gespielt hat, köpft den gegen die Laufrichtung von Torwart, Unterkante der Latte, hinter die Linie, also Wembley-mäßig und raus. Und dann wurde nochmal kurz angepfiffen und dann war halt auch Schluss. Und so hat die Mannschaft sich in meinen Augen oder auch so hat es mir halt auch der Gästetrainer bestätigt, ja,
verdient einen Punkt hier geholt. Verdient einen Punkt und man hat die Niederlagsserie unterbrochen. Sie haben es angesprochen, letzte Woche gegen Helpenstein, in Helpenstein Auen unentschieden. Man ist auf einem guten Weg, wieder in die Form zu kommen, die man Anfang der Saison hatte. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das Spiel heute hat schon gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft mithalten können. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch ein bisschen Blick nach unten. Dadurch, dass auch unten wieder die eine oder andere Mannschaft gepunktet hat, haben wir 9 Punkte Vorsprung auf den drittletzten Tabellenplatz, auf den ersten Abstiegsplatz. Haben zwar ein Spiel weniger. Das ist jetzt endlich mal terminiert. In Rot spielen wir am 11.04. Donnerstagabend. Und ja, wir müssen halt gucken, dass wir noch ein paar Pünktchen sammeln, dass man frühzeitig auch in die Planungen gehen kann für die kommende Spielzeit. Ja, weil nach oben halt ist der Abstand schon eigentlich zu groß, da wird nicht mehr die Welt gehen. Nichtsdestotrotz versuchen wir jedes Spiel anzugehen, zu gewinnen und dann, wie gesagt, frühzeitig uns genug Puffer zu schaffen nach unten hin und können dann halt auch Richtung Vertragsgesprächen dann halt, sei es intern oder auch extern Leute, dann halt weiter vorankommen.